Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Siberia. Siberia, bin schon ganz am Aussitzen. Siberia, wir fahren nach Sibirien. Zumindest wird das irgendwann wohl unser Ziel sein, sonst würde das Spiel nicht so heißen. Im Endeffekt sind wir erstmal auf der Suche nach einem Schlüssel, wenn ich mich recht erinnere. Einem Schlüssel, den man in einen Hut stecken kann, der auf dem Friedhof positioniert ist. Klingt komisch, ist aber so. Und erst wenn wir das geschafft haben, dürfen wir das Grab besuchen. Nicht unser, sondern das des Hans oder des Robert, glaube ich, hieß er. Oder Roberto. Roberta. Roberto höchstens. Wenn also Robert oder Robert, keine Ahnung. Ihr wisst, wen ich meine. Wenn nicht, schaut nochmal nach. Oh ja, da hinten war eine Tür. Da haben wir das Fässchen reingestopft. Und irgendwas sollte dann da doch mitgemacht werden. Und hier, das sieht aus, als wäre es zu. Nein, war es nicht. Oh, wir könnten Schalter bewegen, Fragezeichen. Das sieht auch aus wie ein Schlüssel. Hier sitzt Hebel. Das funktioniert wohl nicht. Dann nimm den anderen. Warum denn nicht? Das funktioniert wohl nicht. Da, Hebel, ziehen. Okay, ich werde das böse Gefühl nicht los. Ich muss erstmal noch was ändern. Und ich müsste einfach mal mich an meine eigenen Vorgaben halten. Dann würde ich hier auch nicht immer so ganz blind rumstolpern. Ich wollte doch eigentlich immer nach rechts gehen von hier aus jetzt. Wie ich in der letzten Folge angekündigt habe, wir gehen hier immer nach rechts und bewegen uns durch die Tür rechts und gehen dann weiter rechts, um dann rechts zu bleiben. Ah, da geht's auch noch lang. Hoppla. War jetzt nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich... Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich wollte eigentlich unten zu dem Gabelstapler, weil den kannte ich noch. Das ist kein gutes Zeichen. Das Ding steht offen. Und wir waren es nicht. Bedeutet, irgendjemand war hier und hat was mitgenommen. Oder so. Oder verändert. Aber wir können hier gar nichts machen. Beeindruckend. Kommt wohl noch. Tisch. Tisch untersuchen ist wichtig. Notizen. Sehr schön. Genau das, was man braucht. Frau Anna Vorarlberg, Rue Grande, Valladolid. Biscorn, den 20. Juli 2001. Referenz 0002B610. Betreff ausstehende Rechnungen. Sehr geehrte Frau Vorarlberg, wir haben Sie bereits mehrfach schriftlich auf die Existenz von Bußgeldern mit Säumniszuschlag im Zusammenhang mit den ausstehenden Rechnungen der Firma Tob & Co. aufmerksam gemacht. Die Summe der Bußgelder, die Sie zum heutigen Tag schuldig geblieben sind, beläuft sich auf 47.782 Francs und 46... was hatten die eigentlich nochmal als Kleinwährung? Pence? Nee, Pence ist Englisch. Cent? Waren das schon Cent? Ich weiß es nicht. Ich möchte Sie bitten, diesen Betrag umgehend zu entrichten, da ich mich sonst gezwungen sehe, zur Eintreibung des Betrages auf Rechtsverfahren anzustrengen. Blanchard, Gerichtsvollzieher. Dankeschön. Das ist etwas älter, 2020.
Referenz 10.23.6.XC08. Sehr geehrte Frau Vorarlberg, trotz wiederholter Mahnungen müssen wir feststellen, dass Sie uns bis zum heutigen Tag die Summe von 80.210 Franc schuldig sind, die sich aus den nicht beglichenen Rechnungen der Monate Januar, Februar, März 1998 bezüglich der Verzugszinsen errechnet. Wir bitten Sie, diesen Betrag umgehend zu entrichten. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, unsere Lieferungen einzustellen und rechtliche Schritte einzuleiten. Mit freundlichen Grüßen, Herr Martineau, Leiter Buchhaltung. Okay, also die arme Frau hatte Schulden. Genf, den 4. Januar 2002. Passeries Bank seit Saint, heißt das glaube ich, weiß ich nicht genau, 1511 Genf. Liebe Anna, zunächst einmal lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich es angesichts der langjährigen Zusammenarbeit und die unsere Bank mit Ihrer Manufaktur verbindet, zutiefst bedauere, Ihnen Folgendes mitteilen zu müssen. Wie Sie selbst wissen, ist die Manufaktur Vorarlberg seit einiger Zeit ein Fass ohne Boden. Es ist mit mir heute nicht mehr möglich, Ihren Kontostand vor meinen Aktionären und Partnern länger zu vertreten. Wir alle müssen uns den Zwängen einer Zeit unterwerfen, in der es um wirtschaftliche Rentabilität geht. Aus diesem Grund flehe ich Sie an, das Angebot der amerikanischen Investoren anzunehmen. Die Übernahme Ihrer Manufaktur erscheint mir heute die einzige Möglichkeit, Ihre Konten aufzufüllen und Ihre Schulden auszugleichen. Außerdem wird das Unternehmen Vorarlberg auf diese Weise überleben und in das Zeitalter der Modernität und der Robotertechnik eintreten können und dabei weiterhin einen Namen tragen, der seinerzeit für größte Qualität und Kompetenz stand. Ich schreibe Ihnen all dies als Bankier, aber auch als alter Freund, der nur Ihr Bestes will, nämlich das Geld. Ich weiß, wie schwer es ist, eine solche Entscheidung zu treffen, aber Sie können stolz auf sich sein, meine liebe Anna, stolz auf alles, was Sie in den langen Jahren vollbracht haben. Sie können sich erhobenen Hauptes zurückziehen. Ich bedauere sehr, Ihren unangenehmen Nachrichten mitteilen zu müssen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr Gustave Pasteurisierter. Mein Gott, nur Rechnungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um die Fabrik so schlecht steht. Die letzten Jahre waren für Anna Vorarlberg sicher nicht leicht. Ja, das kommt aber dann auch immer so zum Tragen, wenn man es nicht schafft, seine Sachen zu verkaufen oder Aufträge an Land zu ziehen. Voilà, Dylan, den 6. März 2002. Mein lieber Hans, ich weiß zwar, dass du dich definitiv von den Wörtern abgewendet hast, aber mir fehlt die Zeit, dir eine Klangwalze anzufertigen. Ich denke, jemand unter deinen Bekannten wird so freundlich sein, dir diese paar Zeilen vorzulesen. Ich habe deine letzten Pläne erhalten, was für ein außerordentliches Projekt. Vielleicht dein Meisterstück. Die Zeit scheint dein Genie in keiner Weise beeinträchtigt zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf dich, mein kleiner Bruder. Ich kann es oft gar nicht glauben, dass schon über ein halbes Jahrzehnt vergangen sein soll, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen, dass du Valadilen so überstürzt verlassen hast. Wir haben sofort mit der Herstellung begonnen und uns dabei peinlich genau an deine Pläne gerichtet. Die Lokomotive ist schon seit einer Woche fertig, wenn du sie nur sehen könntest. Aber du wirst sie sehen,
Ich habe es dir versprochen. Sie ist wunderbar. Auch scheint sie die große Reise kaum noch abwarten zu können. Es fehlt nur noch der Pilot Oscar. Ich hoffe, dass auch er bald fertig sein wird, aber wie du dir denken kannst, ist seine Herstellung komplex und braucht viel Zeit und Können. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du außerdem, dass ich dir diese unglückliche kleine vorgeschichtliche Puppe mitbringe, mit der die traurige Geschichte anfing. Ich frage mich, ob sie noch immer in der Höhle ist und wenn ja, in welchem Zustand. Aber was sind schon 60 Jahre für ein Objekt, das mehrere tausend Jahre alt ist? Ich werde sie finden. Ich verspreche es dir, Hans. Im Moment bin ich durch eine starke Grippe etwas geschwächt, aber in ein paar Tagen wird es mir wieder besser gehen. Du hast dich leider geirrt. Der Verkauf der Manufaktur steht kurz bevor. Die Anwältin aus New York hat ihr Kommen angekündigt, um sie zu besichtigen. Und dann werden wir den Vertrag gemeinsam unterzeichnen und dann werde ich... Und da hat es sie wohl wieder hingerafft. Sie hat nicht zu Ende geschrieben und das ist der Plan des Zuges. Muss ich hier noch was machen? Nee, weil ich kann es doch irgendwie... Ich habe diesen Pfeil, der anklicken kann. Ja, alles klar, wir bauen Oscar. Darum geht's. Und dann bringen wir Hans seinen Zug vorbei. Warum ist da eine Schublade offen und nichts drin? Nee, irritiert mich. Okay, gut, den Tisch haben wir durch. Das muss einer der Urahnen sein. Und es klingt die ganze Zeit so ein Brummen dadurch, aber das ist im Spiel, ganz ehrlich. Nicht mein Rechner. Das Brummen ist dann so, klingt so ein bisschen nach Trafo. Er kennt noch diese riesigen alten Trafos, die dann vor sich hingebrummt haben, bis sie dann irgendwelche 80er Jahre Elektrospielzeuge dann angetrieben haben. Na, wahrscheinlich nicht. Die meisten sind etwas jünger und kennen diese großen Trafos nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Wir spielen mit Maschinen rum. Ist immer gut, wenn man... Das funktioniert wohl nicht. Wenn man an Schaltern rumklippert, die nicht die richtigen sind. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Das funktioniert wohl nicht. Ich brauche einen Arbeitsplan. Und der Zug oder das Zugmodell unten, das ist also nicht das Modell, das die Zugzeichnung, hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen. Hier geht es nach draußen, würde ich sagen. Ja, also nach unten wieder. Heidenei. Ah, Lochkarte! Hier! Das funktioniert nicht. Ja. Oder beziehungsweise Zeichnung. Hier, die Zeichnung, die der Hans angefertigt hat. Also mit dem Zug wird es wohl nicht so unbedingt das Richtige sein, aber mit Oscar. Die Oscar-Zeichnung. Habe ich die irgendwo drin übersehen? Ich tue jetzt mal so. Schrank, Schranktüren schließen, ging nicht. Was, wieso habe ich einen Tintenfass dabei? Ist das so nicht? Herrlich. Nichts sagen. Ach ja, ich nehme das Tintenfass mit und ich habe keine Ahnung wofür. Nö, mit dem Tintenfass können wir ja auch nicht drauf rummalen. Pfeil nach vorne, da geht's hin. Der Zug fährt vorwärts, nicht seitwärts.
Ansonsten die Rechnungen haben wir und den Brief an Hans oder Hans, wie man ihn auch nennt. Nö. Die Rechnung hatten wir auch durch. Okay, gut, ich gebe es auf. Hier wird es wohl nicht sein. Merkt schon, ich gebe es nicht wirklich auf. Ich suche immer noch mit der Maus über den ganzen Bildschirm. Einfach um irgendwo dann nochmal irgendwas zu entdecken. Okay, hier kann ich es mal sagen, die Folge war bis jetzt schon mal eine erfolgreiche Jagd. Wir haben definitiv mehr entdeckt, als wir das letzte Mal wussten. Und das ist für mich doch immer mal so ein Freudenmoment, ja. Ich sag, wie es ist. Es ist ein Freudenmoment. Kann ich da hinten an die Tür? Ja. Okay, hier muss man auch echt höllisch aufpassen. Was klickt man an? Das ist Oscar, glaube ich. Den hatten wir das letzte Mal auch nicht gesehen, glaube ich. Als wir hier durch diese Fabrik geschlendert sind. Ja. Ne? Wenn man da irgendjemanden so hängen sieht, dann denkt man zuerst nicht an Oscar. Also ich denke da nicht zuerst an Oscar und denke mir, boah, was ist denn hier in dieser Fabrik los? Nochmal zurück bitte. Amboss? Ne, nicht Amboss. Es geht dann nochmal da hinten in die Ecke. Okay, wollte nur sicher gehen, nicht, dass wir den Amboss verpassen. Müssen wir vielleicht Oscar noch fertigstellen? Es hieß ja, wenn er fertig ist, haben wir einen Fahrer. Nicht, du hast keine Füße. Oh, er weiß es. Schade, dass der Automat nicht mit uns reden kann. Also, dass er keine Sprechwalze hat. Aber, da wir hier keine Füße finden, werden wir ihn einfach mal ansprechen müssen. Da sind Beine. Oh ne, doch nicht. Ah, danke. Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen in diesem unfertigen Zustand entgegenzutreten. Aber unglücklicherweise fand bisher niemand die Zeit, meinen Herstellungsprozess abzuschließen. Nur, was will man machen? Heutzutage ist der Sinn für gute Arbeit vielleicht auf immer verloren. Denken Sie nicht auch? Mag sein. Mit wem habe ich die Ehre? Wären Sie so freundlich, sich vorzustellen und dabei deutlich zu artikulieren? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Erlauben Sie mir, mich meinerseits vorzustellen. Modell XZ2000. Gewöhnlichen Sterblichen auch als Oscar bekannt. Ich stelle eine technologische Glanzleistung dieser Manufaktur dar und wurde entwickelt, um eine Lokomotive zu steuern. Okay. Ja, das ist mal ein richtiger schöner Roboter. Android. Automat, auch immer. Also, du weißt schon, dass ich Kate bin, richtig? Haben Sie meinen Namen und Vornamen richtig registriert? Absolut. Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ebenfalls, Modell XZ2000. Nennen Sie mich lieber Oscar. Ich denke, Sie wären auch nicht gerade erfreut, wenn ich Sie mit Ihrer Ausweisnummer ansprechen würde. Wohl kaum, Herr Oscar. Ja, das Herr können wir vielleicht weglassen. Kannst du mir bei meiner Mission helfen? Wissen Sie, wo ich Dokumente finden kann, die die Verwaltung dieser Fabrik betreffen? Ich kann Ihnen darauf leider nicht präzise antworten, aber das Büro von Anna Vorarlberg ist im ersten Stock. Da waren wir bereits. Hilfe. Kannst du uns helfen oder brauchst du Hilfe? Wenn Sie vollständig und einsatzfähig sind, würden Sie mir dann helfen, Informationen über Hans Vorarlberg zu sammeln? Zählen Sie nicht auf mich, Kate Walker. Wenn ich meine Füße habe, muss ich mich umgehend zum Zug begeben. Er wartet bereits auf seinen Piloten. Ah, okay. Was weißt du denn bereits über Hans? Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg etwas? Natürlich. Er hat mich erfunden. Zu meinem großen Bedauern habe ich ihn nie kennengelernt. Haben Sie eine Idee, wo er sich augenblicklich aufhalten könnte? Nein, Kate Walker. Aber es wäre mir eine große metaphysische Freude, ihn kennenzulernen. Ja, der Zug. Was weißt du über deinen Zug? Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs.
Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen herrlichen Zug, der im Bahnhof steht, denn nicht bemerkt? Und wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Sehr weit. Und nehmen Sie jemanden mit? Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was die Details betrifft, wenden Sie sich an Anna Vorarlberg. Ja, die ist tot. Aber ein Zug ohne Passagiere hat einen Sinn, wenn er Fracht transportiert. Hm? Ja, so ist das. Automat, erzähl mir was über dich und andere Automaten. Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Ein Automat, wenn ich bitten darf. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie nicht verletzen. Automaten haben etwas wie eine Seele, wissen Sie? Ich verstehe. Das haben noch nicht mal Menschen. Also ein paar, die ich kenne, zumindest nicht. Egal. Automaten haben Seele, Roboter nicht. Ah, das ist eine schöne Definition. Ob das so richtig ist, kann ich nicht sagen. Erzähl mir von Anna. Ist es lange her, dass Sie Anna Vorarlberg zum letzten Mal sahen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Ihre Abwesenheit erklärt den bedauernswerten Verzug meines Herstellungsprozesses. Anna Vorarlberg ist tot, Herr Oskar. Was verstehen Sie unter dem Begriff tot, Kate Walker? Kaputt. Deaktiviert, abgenutzt, beschädigt, ausgestöpselt. Sehr ärgerlich. Meine Herstellung muss unbedingt abgeschlossen werden. Ja, wie kann man dich fertigstellen? Kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ2005-B. Das Modell XZ2005-A weist kleine Fehler auf. Ein Bug? Bei Automaten gibt es keine Bugs, Kate Walker. Nur eigenwillige Funktionsweisen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu verhelfen? Sie müssen deren Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungslochkarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie meine. Nun gut, ich werde es versuchen. Danke, Kate Walker. Oh, wir mussten also hier bei Oskar vorbei und mit ihm reden, bevor wir die Lochkarte kriegen. Dankeschön, Oskar. Oskar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ja, Kate Walker. Es wird kein Date, Oskar. Mach dir mal keine Hoffnungen. Also wir kommen zurück, um dir die Füße anzuschrauben, aber ein Date wird es nicht. So, das hatten wir gemacht. Da kam mir das Fass her. Der kleine Transporter hat... kann ich ihn nochmal anwerfen? Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja, danke dir. Okay, Kate. Dann scheinen wir das Material besorgt zu haben, um Füße zu produzieren. So. Ha. Und da oben hin. Ich glaube, laufen wäre sinnvoll. Okay, laufen ist sinnvoll, macht sie aber im Moment nicht. Und wer kann hier böse sein? Nicht für solche Kleinigkeiten. Schnell mal zum Automaten. Ich glaube, hier können wir das einstopfen. Und nu? Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Wir machen mal alles an. Das funktioniert wohl nicht. Warum leuchtet das Lämpchen und die anderen nicht? Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Etwas
über die Elektronik kippen. Hätte ich die Lochkarte irgendwie lesen können? Also es gibt, keine Ahnung, 2, 4, 8, 16, 32, 64, mindestens 64 Einstellungen, die ich hier entsprechend ausprobieren kann. Das funktioniert wohl nicht. Und muss jedes Mal hier auf diese Knöpfe drücken, plus diese Farbauswahl. Heute wollte mich fertig machen. Okay. Annas Tagebuch, Notar, Werbung, die Faxe, Tagesblatt. Nö. Ich habe nur gehofft, dass hier irgendwas nochmal abgebildet ist, was uns weiterhilft. Annas Tagebuch, in dem stand, glaube ich, nichts weiter drin, was irgendwie auch nicht auf den letzten Seiten. Nein. In Faxen stand auch nichts. Freundlichen Gruß. Ja. Das war auch nichts. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Okay, das Ding machen wir mal aus, weil das ist die 3. Wir brauchen aber jetzt. Nein. Können wir auch nicht einstellen, 2005. 2005B. Leute, ich weiß nicht, wie man das produziert. Da gibt es keine Anleitung für. Es leuchtet nichts anderes auf außer dem hier. Da können wir nichts schalten. Den Zettel kriegen oder die Lochkarte kriegen wir auch nicht mehr raus. Und egal, was wir hier umstellen, es passiert nichts. Okay, gut. Ich resigniere etwas schneller als sonst. Aber nur, weil ich den Verdacht habe, wir haben irgendwas noch nicht gesehen. Und das können wir natürlich nachholen, wenn wir hier. Dankeschön. Wenn wir hier durch den Laden laufen und mal unten bei den Maschinen rumstromern. Da war nix. Da zum Beispiel. Einmal hinlaufen. Mal schauen, was denn nochmal so aufgeht. Da zum Beispiel können wir auch weiterlaufen. Hier werden wahrscheinlich die fertigen Beine hingestellt, weil die Maschinen ja mit der Lochkarte funktionieren. Okay, das bedeutet aber, wir haben noch einen Nebenraum, ihr erinnert euch an den. Und dieser wahnsinnig tolle Nebenraum ermöglicht uns ja auch, dass wir nochmal was umschalten. Wenn auch nur hier. Das funktioniert wohl nicht. F-O. F-O. Das heißt, wenn wir hier irgendwas rumschalten könnten, würden wir von F auf O schalten. Hallo. Was haben wir denn hier? Oh Gott, entschuldigt. Also. Hamster im Hamsterrad. Ein riesiger mechanischer Hamster im Hamsterrad. So, und jetzt können wir das Ding hier anschließen. Jetzt haben wir Strom. Ah, mein Gott.
Unsere Maschine hat Strom. Wie simpel. Wer gucken kann, kriegt das Rätsel hier schnell gelöst. Oh ja, das war's aber auch erstmal. In der nächsten Folge bauen wir weiter und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.